Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück im Bugparadies, aka Ark Survival Ascended. Das war das letzte Mal ja schon wieder ein wenig frustrierend. Das war ja gar nicht so viele Bugs, sondern einfach so, wie sich das Spiel entwickelt und mit Updates gerade versorgt wird. Ja, gut, war halt nichts, was mich jetzt so überzeugt hat gestern. War irgendwie semi-geil, aber auch damit kann ich leben. Daran können wir uns orientieren, das ist nicht das Problem. Wir werden heute unser wunderschönes, fertiges Haus, das wir schon haben, umziehen, eine Etage tiefer. Und wir holen uns natürlich erstmal... Hey, darf ich nicht? Muss ich dich echt wieder zum Vollen? Ich habe da gerade den lilanen Schrei gesehen, den würde ich natürlich gerne vorher haben. Das heißt, ich räume hier vorher mal auf. Komm, den Fisch kannst du ruhig haben. Und dann, also hier ist ein lilaner Strahl direkt vor uns. Den nehmen wir natürlich mit. Hey! Ist viel. Oh, da schnappen wir uns halt unsere 7 Sachen. Platzieren vielleicht vorher schon mal ein paar Fundamente. Ich habe ja schon ein paar gesetzt. Oh, da können wir auch gleich eine andere Funktion ausprobieren, die auch neu sein soll bei Ark Ascended. Und zwar gab es die Möglichkeit, wenn man die Items aufnimmt, dass wenn man dabei die Statik quasi kaputt macht, dass alles, was auf diesem Fundament mit drauf ist, auch automatisch mit aufgenommen wird. Probieren wir einfach gleich mal aus. Ist vielleicht etwas kryptisch in der Erzählung, aber ich glaube, wir werden es gleich verstehen, wenn es funktioniert. Eine sich 37 Metallbarren! Jo, nee! Und ein bisschen Betäubungsmittel! Jo, danke! Erstes Jahr! Luxus hier! Mit was wir hier bombardiert werden bei Geschenken, ist ja geil! Ich darf speichern, warte mal. Das letzte Mal, als ich geile Geschenke bekommen hatte, hatte ich vergessen zu speichern und das Spiel ist abgestürzt. Gebranntes Kind. So. Ach, ich vermisse die Zeit auf dem Server. Ich bin überlegen, ob ich mich vielleicht mal ein bisschen reinfuchse, dass ich mir hier wieder einen Server selber erstelle. Da habe ich einfach mehr Möglichkeiten, Dinge zu machen. Ich glaube, man kann auch hier Commands in der INI hinterlassen und dann geht das auch alles, also nicht alles, aber geht auch relativ viel. Würde aber natürlich geiler sein, wenn ich es nicht muss. So, wir haben jetzt schon 52 Betäubungspfeile. Boah, ist das gut. So, moin Jungs. Wir werden dann wohl heute umziehen. Was haltet ihr davon? So, hier, Beispiel. Wenn man den unteren abgerissen hat früher, sind die Dinge, die oben drauf standen, kaputt gegangen. Kann sein, dass der Teufel stehen bleibt, weil er da noch hält, aber ich probiere es mal aus. Jetzt neu sollte es sein, dass ich alles aufhebe. Genau, jetzt müsste ich auch die Wand mit dem Inventar haben. Jo, geht. Geil. Oh, was ist das? Ach, Börsenschlüssel. Irgendwie ist hier jemand überladen. Möchtest du mir was abnehmen? Oh! Hey, ich habe das Strohzeug gefunden, was ich gesucht hatte das letzte Mal. Ist ja geil. Es war Mörser und Stößel. Mann, ich habe ja hier die perfekte Ordnung gehabt. Zack. Euch beide muss ich natürlich auch lebend wieder zurückbringen. Also in die neue Location. Nee. Oh, hier, ihr beiden seid doch tolle Träger. Alles rüber. Gib mir mal meine Pfeile wieder, nur zur Sicherheit. Fünf voll und noch mehr Gewicht. Da freust du dich, ne? Da freust du dich.
Ist da wieder Platz? Oh, jetzt hat er alles aufgenommen. Ja, links eine Wand und vier Dächer. Geile Nummer. Das war früher definitiv nicht so einfach. Ja, lass das mal stehen. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge Sachen, die ich erstmal stehen lassen müsste, weil ich den Inhalt einfach nicht mitkriege. So, oder? Komm. Lief ja doch eigentlich ganz angenehm. Dann können wir doch mit Sicherheit den Futterdruck schon mal mitnehmen. Inhalt her. Jo. Das ist so schön bequem, dass da alles aufnimmt. Das lief mich ja gerade richtig. So, dann kann ich hier noch mehr mitnehmen. Hier die Werkbank. Wie voll bist du? Traglast, 309. Ja, gut, da habe ich es natürlich mal wieder übertrieben. Warum denn auch nicht? Hier? 306. Ja, gut, ich habe vielleicht allgemein relativ viele Sachen dabei. So, jetzt drücke ich den ganz bösen Knopf. J. Alle mitkommen, bitte. Alle, die nicht im Fußboden feststecken, wohlgemerkt. Das ist ja auch nochmal eine relativ wichtige Erwähnung. Vor allem erst mit Fackellicht. Das ist so dunkel. Nee, das sieht doof aus. So. Komm, hier. Entschuldigung. Ich hab da eigentlich echt viel Spaß dran, sie rumzukommandieren und hier so einen Massenmord zu beginnen. Nein, nicht Massenmord, aber so massenhaft auf einen. Das ist so. Ja, habe ich eigentlich schon sehr viel Spaß mit. Oh. Oh. Hier dürft ihr gerne stehen bleiben. Alle. Ja, du musst erstmal landen. Komm. Hm. Bei dem ein bisschen Angst, dass er vielleicht notfalls nach unten fliegt zum Landen. Das muss ja nicht sein. Das heißt, hier ist schon mal alles klar. So, Tracy, du hast... Ich nenne dich schon Tracy, du bist ein Männchen, oder? Ja, natürlich bist du ein Männchen. So, da hätte ich gerne meine Fundamente. Fangen wir doch damit an. Beziehungsweise tun wir auch nicht hier... Ich guck mal ganz kurz. Ich hatte doch noch mehr Fundamente, oder? Hätte ich nicht schon wieder welche vorbereitet? Oder fällt das wieder in die Kategorie, hat es nicht gespeichert? Na gut, dass der Weg nicht so weit ist. Also heute wird einfach nur stumpfes Umziehen. Nein, stimmt auch nicht. Wir werden ja ein, zwei Sachen neu bauen. Aber viel mehr wird nicht passieren. Wenn Lootstrahl irgendwo ist, den nehmen wir natürlich mit. So, jetzt haben wir hier oben noch zwei in der Boden stecken, ne? Moshops und Raptor. Hä? Hat der Raptor sich gefangen? Glaube ich gar nicht. Ah, ist er gestorben? Oder ist das der... Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich hier um einen Raptor beschissen wurde. Ja, Moshi, alles gut. So.
Dann nehmen wir hier nochmal ein paar Sachen mit. So, kann ich mich bewegen? Nein, kann ich nicht. Oh. Ich müsste... Ja, weiß ich. Ich hier noch... Ah, hier sind die Fundamente, die ich gesucht habe. Passt schon, dann nehme ich dich weg. Genau, dann bauen wir jetzt mal ein paar Fundamente unten auf. Restliche Materialien können wir ja gleich noch rüberholen. Ja, Pelagornis. Heli der Erste. Oh, interessanter Name. Du hast meine Fundamente. Darf ich die bitte haben? Danke. Zu gütig. So, jetzt muss Papa die nur noch mal irgendwie platzieren. Jetzt die jetzt einfach mal hier so. Und wir gucken mal, wie gut das klappt. Ja, mäßig. Ich glaube, das würde ich lieber so haben. Ja, das dürfte... Ja, das gefällt mir schon mal besser. Oh, kann ich die gleich aufeinander packen? Übereinander? Oh. Überladen zum Springen. Ich hätte das ja hier als Terrasse wieder gefühlt unten lassen. Aber ist bloß, konnte ich Fundamente stapeln. Das war eigentlich ganz angenehm. Das hier nicht unbedingt. Dich jetzt einfach wegnehmen? Also an sich finde ich das geil, wo das Fundament da unten ist. Also ich würde auf jeden Fall eins lassen. Speichern, bevor ich was abstürzt, aber an sich würde ich gerne hier oben eins dran setzen. Warum nicht? Oh. Schade. Aber kein Problem. Kein Problem. Okay. Äußerst spannend. So einen kleinen Gedanken habe ich hier gerade tatsächlich im Kopf. Da probieren wir mal aus. Womit bin ich denn noch überladen? Mit so einem Stein hier, männlicher Tracy. Nimm doch nochmal ein paar Sachen. Mein Futterdruck schon mal wieder hin.
glaube, das könnte doch ganz geil werden, wenn ich das hier so sehe. So rein von der Natur, die sich hier mit reinwächst, das ist cool. Immer positiv denken, ne? So. Essen für alle. Hast du noch, ne? Natürlich bin ich damit überladen. Was für eine dumme Frage. Noch ein paar Sachen mehr haben, beziehungsweise hier dein Freund. Sieht das auch lohnt? Ich muss auf jeden Fall mehr live, bevor du mehr Gewicht kriegst. Gut, dann habe ich jetzt die Dreiecksfundamente. Oder nein, habe ich natürlich wieder weggeräumt. Was ist denn mit mir? Die würde ich ja gerne auch nochmal mit ausprobieren. Ich habe auch irgendwo noch eine Rampe, ne? Da. Pelagornis dürfte auch noch was haben. Ich könnte mit Stroh noch mal ein bisschen bauen. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht mal so geil. Aber so kriege ich einen Überblick, wo ich hier noch Fundamente hinsetzen kann. So, einmal. Nein. Rampe? Treppe? Oh, Treppe. So. Dann hätte ich gern irgendwie einen Moschos, der beim Aufräumen hilft. Hm. Komm mal her. Alle auf einem Haufen. Schön, bisschen Chaos. Also fühle ich mich wohl. So, der Baum hier muss weg. Ich krieg das Grünzeug hier weg. Geil. Jo. Das wird doch richtig gut. Hier, Pelagornis, du darfst mir ruhig folgen. Nice. Wie weit kann ich denn hier mit... theoretisch noch bauen. Okay. Das ist ja richtig geil. Okay, mir gefällt der Spot gerade doch verblüffend gut. Oh, links kommt ein Roter. Wir werden gleich nochmal rüber zu der Insel fliegen, habe ich das Gefühl. Und vollkommen übertriebenen Loot daraus abholen. Guck mal, was haben wir hier? Speerbolzen. Eine fertige Armbrust mit 129%. Warum habe ich mir nochmal eine eigene gemacht? Klärt mir das mal einer. Ey. Wow. Du folgst mir noch, oder? Ja. Gut. Also dann bin ich doch gerade wirklich sehr zuversichtlich, was diesen Umzug angeht.
Wir werden jetzt heute natürlich kein fertiges Haus bauen, aber wir werden gleich ein paar grundlegende Fundamente geregelt haben. Ich werde gleich mit den Holzdächern noch ein bisschen arbeiten. Die sind bei dir auch im Inventar, ne? Nein. Dann männlicher Tracy. Nein. Du bist der Falsche. Ah, du bist doch nicht hier. Das ist doch das, was ich brauche. Geil. Ja, so gut. Und ich da noch mit vier Ecken weiter? Oh. Auch nicht wirklich. Das ist speziell von draußen natürlich ein kleines Problem. Ja, ich glaube, ich muss das vielleicht dann doch nochmal anders machen. Ich würde ja hier gerne die höchstmögliche Höhe erreichen. Interessant. Schauen wir uns gleich mal an. Pelagornis, könntest du bitte, 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 bitte ein wenig runterkommen? Das ist sonst echt anstrengend. Oh. Danke. Gib mir mal die Sachen. Ich gebe sie uns am Tracy. Und dann holen wir uns mal kurz den roten Strahl. Und go. Ich meine, so einen roten Strahl kann man immer gebrauchen. Dann bauen wir uns ja noch mal ein paar Holzfundamente auf. Dann würde ich gerne mal gucken, wie weit wir oben noch gebastelt kriegen. Von außen. Ja, also mich stört ein bisschen, dass ich die nicht so hoch kriege. Heißt wahrscheinlich für mich, dass ich die gleich nochmal neu setze. Aber das kann ich auch zwischen den Folgen machen oder euch einmal da jetzt nicht mitnehmen. Aber so wie sie jetzt gesetzt sind, so rein von der Positionierung her, gefällt es mir echt gut. Es geht jetzt wirklich nur darum, dass die Höhe vielleicht noch minimal nach unten gesetzt werden kann. Da ich Foundations leider nicht stapeln kann. Mit S Plus ging das damals. Oh, ich vermisse S Plus. Was haben wir? Gar nicht so spektakulär. Plesiosaurus. Wow. Höhe der Erleuchtung. Erfahrungsgewinn. Okay, das ist. Der war verblüfft enttäuschend. Alter. Er hat ja gar nicht geschockt. Ja, okay. Man kann ja nicht immer alles haben. So. Was haben wir denn drüben noch? Drüben haben wir noch eine ganze Menge von unseren Grundrohstoffen, oder? Das heißt, wenn ich mir jetzt Stroh und Fasern mitnehme, kann ich drüben noch ein paar Fundamente machen. Oh, da ist noch ein roter Strahl. Oh, Mann. Ha! Den können wir uns auch einverleiben gleich. Momentchen brauchen wir noch, da ich jetzt nochmal kurz Stroh und Fasern mitnehme. Von unserem 93 Triceratops.
Nehmen wir erstmal alles. Fasern. Stroh. Hier noch mehr Fasern. Du warst jetzt frei, ne? Du warst frei. Perfekt. Zwei rote Strahlen heute. Ah, ist das nicht direkt beim Alpha-Kano? Oh. Naja, ich kann ihn ja weglocken. Oh, beziehungsweise er ist vorne am Strand. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, oder? Zur Sicherheit. Alpha-Kano ist voll freundlich, der greift ja fast nichts an da. Alpha-Raptoren sind das, glaube ich, die einfach alles angreifen, oder? Wow! Hey, hey, hey! Komm her, Vogel. Vogel, Vogel. Folgst du mir aber noch, oder? Oh, ich hab doch ne Pike. Ha? Ha? Ich hab ne Pike. Stirb. Grausam. Oh. Ach, gut, dass ich eine vollkommen übertriebene Rüstung anhabe. Wenn ich dich auf passiv setze, würde ich es eigentlich gut finden, wenn du einfach sitzen bleibst. Aber ich schätze mal, du wurdest in die Luft geschlagen, ne? Das hast du nicht mal böse gemeint. Ich verzeihe dir. Wollen das hätte mit dem Alpha-Kano auch richtig schief gehen können. Was haben wir jetzt alles bekommen? Raketen! Ich sollte, was diese Loot Drops angeht, einfach keine Fragen mehr stellen. Ist vielleicht besser so. Hey, Moshi! Ja, hör mir mal auf zu folgen. Brauchst du nicht so lange so doof rumrennen. So. Was soll denn das? Oh, gib mir mal das Holz. Herstellung. Foundation. 5 Stück. Aufheben. Zack, erledigt. Ist hier noch mehr Holz drin? Ah, ich kann nicht hüpfen, während ich. Hier ist keins drin, ne? Oh, hier sind noch ein paar von der. Kann ich was drauf stapeln? Ja. Gut. Was Holz und noch ein paar Holzteile. Das Spyglass. Da ist es. Mittlerweile kann ich doch sehen. Die Mod war nicht aktiviert, obwohl ich so oft aktivieren gedrückt hatte, aber er hat nicht gespeichert, dass ich sie aktiviert hatte. 5 Kristalle. Nö. Gut, andern mal. Aber kein Problem. Erstmal geht es mir wirklich nur um die Foundations hier. Und dass ich dann mit meinem Gewicht so weit zurechtkomme. Ich möchte schon mal ein paar Sachen mitnehmen. Jo, passt.
müsste es ein wenig höher kriegen. Ist halt nur die Frage, wie. Nehme ich nochmal die Sachen mit. Vielleicht habe ich die erste hingekriege hier. Ich weiß, es muss ja ein bisschen tiefer. Oh. Das könnte es sein. Oh. Mal gucken, wie das hier am Rand aussieht. Bin ich mal gespannt. Unter dran machen? Ich würde die unten drunter besser finden. Geht nicht, was? Dann nicht. Oh, falsch. Gut, das kann ich jetzt zwischen den Folgen einmal machen. Wir haben hier eine gewisse Grundstruktur, die schon mal zu funktionieren scheint. Machen wir nochmal eine Treppe. Ah. Das sieht gar nicht mal so gut aus hier. Ja. Das nennt ja gar nicht mal die dran. Vergesst es. Ich werde bis zum nächsten Mal hier ein bisschen nochmal umbasteln. Und dann werden wir beim nächsten Mal ein Fundament haben, mit dem wir halbwegs arbeiten können. Kann sein, dass wir nächste Folge auch nochmal relativ viel bauen, weil ich würde gerne ein wenig das Gefühl von Heimat hier reinkriegen. Wir müssen den Teleporter noch bauen, wir müssen unsere Werkstation wieder aufbauen, also eigentlich haben wir noch ganz gut zu tun. Und ich muss sagen, mir gefällt das hier an der Klippe doch sogar ein bisschen besser als da drüben. Also eigentlich ist dieser Umzug, zu dem uns das Spiel gezwungen hat, nur halb so schlimm, wenn nicht sogar echt... Geil, es gibt uns gute Chancen, sagen wir mal so. Ich bin zuversichtlich, dass geil wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und ich freue mich doch aufs nächste Mal. Tschüss.